Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schwengeldieter, hier in der Zombie-Apokalypse. So, wir haben in der letzten Folge, ihr werdet euch erinnern, ja einiges geschafft. Ja, wir sind ja jetzt endlich hier ja, in unserer Zuflucht angekommen, möchte ich mal so ungefähr sagen. Und ja, hier haben wir so ein kleines, das Dörfchen der Umgebung quasi uns mal genauer angeschaut und gesehen, dass hier eine ordentliche Meute rumlungert. Ja, hier sehen wir schon Teile davon. Naja gut, die eine Tante wird uns jetzt nicht sehr gefährlich werden, auch wenn sie uns tatsächlich schon entdeckt hat aus der beeindruckenden Entfernung von, weiß ich nicht, 50 Meter oder sowas. Oh ja, die ist hinüber. Wow, das war aber ganz schön laut. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Tja, jedenfalls werden wir uns... können wir uns hier mal umschauen, wenn wir denn Lust haben? Oha, die haben mich auch entdeckt. Es gab gerade übrigens ein Update. Also der hat irgendwie gerade gesagt, ja, ich update jetzt mal die Welt auf... ja, also deine Welt auf die neue Version. Ja, okay. Alles klar. Bin jetzt nicht ganz sicher, was sich jetzt hier verändert hat. In dieser neuen Welt. Oh, oh, da kommt ein Zombie aus dem Busch. Ah. Ich muss ja hier eigentlich wieder zurück. Also da nach links unten ist ja mein... wow. Waren die eben auch schon so krass viele? Im Busch. Mann, da sind ja noch mehr im Busch. Das nervt. Ey, der hat mich auch schon entdeckt. Hat sich hier irgendwas... Oh. Hat sich hier irgendwas verändert? Nein! Hau ab! Um Gottes Willen. Sind die beide tot? Ja. Mann, ey! Jetzt wird's ja aber kriminell. Wie soll ich denn hier zurückkommen mit diesen ganzen Attacken? Oder war das jetzt gerade vielleicht auch ein Zufall? Na gut. Also wir gehen jetzt jedenfalls erstmal zurück in unsere Zuflucht. Mann, ey, da stehen sie auch schon wieder. Die hat mich auch entdeckt. Sag mal, sind die irgendwie klüger geworden, die Zombies? Kann das sein? Ich habe natürlich blöderweise das Ganze erst gesehen, als ich das Spiel geladen habe. Und dann war ich natürlich zu faul, wieder rauszugehen und die Patchnotes anzugucken. Aber das wäre ja vielleicht nochmal ganz klug. Okay, da liegt einer. Den haben wir vermutlich gekillt. Würde ich mal hoffen. Der steht doch jetzt nicht wieder auf, oder? Wenn wir den gekillt haben, bedeutet das, dass wir jetzt da sind, wo wir hinwollen. Wow. Wo kommen denn die? Sag mal, wie viele sind denn? Ach so, okay, ich muss ja erst hier durch, stimmt ja. Ich muss ja mich irgendwie, ich muss ja hier mich durchsneaken. Und dann ging es doch hier irgendwo weiter. Ging es hier weiter? Wo ging es denn wieder zurück zu meinem Mann? Jetzt habe ich das vergessen. Ich hoffe einfach mal, dass das hier ist. Nichts in der Umgebung. Der hat er mich gerade entdeckt? Ey, wie... Das ist doch... Da ist so eindeutig was gedreht worden. Aus der Entfernung? Ich meine, ich habe ja nichts grundsätzlich dagegen, wenn die ein bisschen klüger sind, die Zombies. Aber es war ja schon so ein Tick Absicht, dass wir sehr, sehr dumme und schwächliche Zombies hier genommen haben, weil es einfach ansonsten schlecht zum Zeigen ist. Na, dann kann man so eine Art Pro-Survival machen oder wie man es auch immer nennen will. Dann ja, macht man halt, okay, wir wissen nicht, wie lange es geht. Kann halt auch eine Folge gehen und dann sind wir platt. Aber wir schauen uns das erstmal an, wie lange wir das schaffen. So, aber das wollte ich ja nicht machen, sondern ich wollte ja wirklich das Spiel ein bisschen zeigen. Und es ist halt, naja, mit Zombies, die halt wirklich sehr... Also wenn wir jetzt hier beispielsweise noch diese Sprinter-Zombies reingenommen hätten, dann, naja, also... Oder auch die Infektion, dann wäre ich nach 15 Minuten tot gewesen und wäre bestimmt ein tolles Let's Play geworden, also. So, okay, wir sind wieder hier, wir sind wieder in unserer Zuflucht. Hier wird ja wohl hoffentlich nichts jetzt sein. Wovor ich Angst haben müsste, ich schmeiß jetzt hier erstmal, ich hatte in dem Wanderrucksack jetzt gar nichts mitgenommen, aber was ich blöderweise gemacht habe,
Den schmutzigen säubern wir mal. Was ich blöderweise gemacht habe, ist halt, dass ich meine ganzen Wasserflaschen und so weiter mitgenommen habe. Das war natürlich schwachsinnig. Weil die brauche ich ja nun wirklich nicht. Ja, hier ist ja schon eine Wasserflasche drin. Ja, die restlichen Sachen könnte man hier sicherlich mal rausnehmen. Aber ich schmeiß da jetzt erstmal meine ganzen Wasserflaschen, meine ganzen Wasserschüsseln rein. Die Wasserflaschen behalte ich, die nehme ich immer mit. Schmerzpillen, ja, ich sollte das jetzt natürlich wieder gleich vernünftig ordnen, ne? Wenn ich jetzt hier alles irgendwo reinwerfe. Wo war nochmal das Bad? Bin ich jetzt hier richtig? Ja, das sieht nicht aus wie ein Bad, ne? Hier ist das Wohnzimmer. Ja, da bin ich jetzt hängen geblieben, okay. Ja, Bad. Sieht gut aus. Sehr merkwürdiges Bad, aber Bad. Okay, genau. Also dieser ganze Kram hier. Frische, ungekochte, tote Ratte. Das klingt aber lecker. Das würde ich mal sagen, lassen wir mal. So, das schmeiße ich jetzt alles in den anderen Dings hier. Das brauche ich nämlich alles nicht, das Zeug. Ah, da ist ein Laken, das nehme ich doch gleich mit. Und das hier wird meiner für zum Beispiel Schmerzpillen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ah, mir wurde übrigens ein sehr sinnvoller Tipp gegeben. Wenn ich den Schmerzpillen nehme, soll ich doch was dazu trinken. Ja, sage ich mal so, ist in der Realität auf jeden Fall das, was man machen würde. Aber hier im Spiel bin ich nicht drauf gekommen. Sagen wir es mal so. Ah, und ich sollte das alles desinfizieren. Nur habe ich jetzt tatsächlich gerade... Ich habe Wattebällchen. Wattebällchen hätte ich hier. Aber ich habe halt nichts zum Desinfizieren, blöderweise. Na gut. Wird mich jetzt auch weiterhin hoffentlich nicht umbringen. Okay, wir haben wieder einen Laken aufgenommen. Das können wir gleich mal anbringen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass hier alles vernagelt wird und dieses Haus hier wirklich ein echter Safe Point wird. Das ist das Erste, was wir machen. Okay, hier liegt natürlich auch extrem viel Müll rum. Was ist denn das hier? Was ist denn hier? Schmeißen wir erstmal alles in ein Ding. Und das wird dann... Oh Gott, dauert das lange. So. Und dann sortieren wir uns daraus, was wir halt brauchen. Ja, okay. Kochtopf von A nach B zu räumen ist jetzt auch nicht, muss jetzt nicht die weltschwerste Aufgabe werden, ihr Freund Nase. Ja, okay, je kleiner das Ding, desto kürzer dauert es. Okay, das Nudelholz ist wahrscheinlich so schwer, deswegen kann das erstmal nicht anheben. Oh Gott, wirklich, das war eine Schüssel mit Wasser, die du bewegst. Wow. So, was... Ach ja, hier sind die ganzen Sachen. Frisch. Frisch. Moment. Frisch ist doch neu, oder? Ist frisch nicht neu? Hat nicht vorher irgendwas anderes angezeigt, wie frisch das Zeug ist? Oder hat es überhaupt irgendwas angezeigt? Ich glaube, frisch ist neu, ne? Das haben die wahrscheinlich jetzt neu hinzugefügt. Okay. Gut, also schmeißen wir erstmal... Also, hier machen wir mal unsere ganzen... fertig Essenssachen rein und was wir zum Essen zubereiten noch so brauchen. Hundefutter ins Essen? Ja, packen wir mal ins Essen. Ja. Schmeißen wir rein. Einkaufstasche? Nee, die können wir nicht essen. Bisher noch nicht. Die Samen werden später noch wichtig, aber sind jetzt gerade nicht so interessant. Die Nudeln packen wir... Ah, Whisky. Hiermit kann ich desinfizieren, habe ich gehört. Perfekt. Nehme ich mal kurz mit. Und jetzt drehen wir uns mal zur anderen Seite. Ah, nee, Moment. Wir müssen uns... Da haben wir doch die Chips haben wir doch vergessen, oder? Ach, nee, die andere Seite... Alter Schwede. Hab ich hier viel. Ach, das sind jetzt wieder andere Sachen. Mann, ey. Gut, dann müssen wir das hier alles... So, Hundefutter... Erdnussbutter, alles schöne Sachen zum Essen. Den Kochtopf nehmen wir mit. Pfeffer? Nee. So, Tassen, Wasserflasche und das hier ist alles Müll. Das brauchen wir nicht, da brauchen wir nichts mitmachen. Wie komme ich denn hier hin, dass ich diese beiden sehe? Ah, jetzt sehe ich drei, perfekt. Okay, das hier ist alles Müll und hier war auch Müll drin. Gut, dann schmeißen wir jetzt alles hier rein. Da ist jetzt unser...
welches das jetzt auch immer sein mag, aber das ist jetzt unser Müllding. Ist hier noch was drin, was wir gebrauchen? Ja, die Schüsseln können wir auf jeden Fall gebrauchen. Achso, er muss ja erstmal umräumen, der gute Kollege. Komm, räumen wir um jetzt. So, dann die Wasserschüsseln. Zwei Wasserflaschen. Ja, wir sind, ja, ist klar. Wir räumen auch gerade nur um. Kann man sich immer schon mal ein bisschen schwerer beladen, Freund. Okay, und hier sollen jetzt die... Hier kommt der Kochtopf rein. Die Erdnussbutter. Hundefutter. Die Chips kommen hier rein. Das war's. So. Und hier ganz vorne ist jetzt... da kommt das Ganze... Ach nee, halt, wir müssen das jetzt mal alles füllen. Die Wasserschüssel, die Tasse. Noch eine Tasse, noch eine Schüssel. Und dieses Geräusch dazu. Wahnsinn. Dann trinkt man gleich ein Stückchen. So, wunderbar. Jetzt ist das Ding erstmal leer. Packen wir erstmal die ganzen Wasserschüsseln rein. Ja gut, ich meine, jetzt haben wir auch einen guten Wasservorrat, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ist halt auch wichtig. Ah, mir fällt gerade auf. Die Bandage machen wir natürlich dazwischen mal. Ach so, ah, Moment. Ah, nee, halt. Bevor wir das machen, probieren nämlich gleich mal die zu desinfizieren. Und zwar mit diesem Watte... entschuldigt bitte. Mit diesem Wattebällchen. Oder? Können wir das jetzt machen? Dann werden wir gleich sehen. Ja, desinfizieren mit der Whiskyflasche. Nochmal desinfizieren? Nee. Ich weiß auch nicht, ob das was gebracht hat jetzt. Aber gut, wir bandagieren es jetzt mal erstmal wieder. Nee, die Wattebällchen sind noch da. Die haben anscheinend nichts gebracht. Und was... Ach, leere Flasche. Na, das ging aber schnell. Zweimal desinfiziert mit der Whiskyflasche und schon ist die Flasche leer. Können wir die wieder füllen? Fülle leere Flasche. Ja, perfekt. Gut, okay, wir haben sie jetzt zwar nicht mehr dazu, wofür wir sie eigentlich haben wollten, aber... Ist okay. Wasserflaschen, dann nehmen wir gleich eine wieder mit. Ach so, ah, okay. Ah, das wurde jetzt einfach alles zur Wasserflasche. Verstehe. Eine haben wir jetzt mitgenommen. Okay, die haben wir halt für unterwegs. Dann reinigen wir natürlich mal kurz hier unsere Stofffetzen. Oh, jetzt ist die Mitte auch noch draußen. Na gut, eigentlich der perfekte Moment, um hier mal ein bisschen aufzuräumen. Was ist denn das für ein Geräusch? Das Geräusch habe ich noch nie gehört. Was ist denn für ein komisches Geräusch? Nicht, dass hier irgendwer rein will, aber das hört sich doch ganz anders an. Da macht es doch mal Pump, Pump, Pump. Sehr merkwürdig. Ach, hier ist noch mal... Was ist denn das hier eigentlich? Huch, auf jeden Fall kann ich ins Waschbecken gehen. Was ist das denn hier? Ja, du bist gelangweilt. Ja, beim Aufräumen ist jetzt auch nicht so spektakulär, was man jetzt hier macht. Gut, also das hier können wir auf jeden Fall vergessen. Okay, und oben kann ja kein Zombie sein, also na gut. Ignorieren wir das erstmal, was da auch immer... Hm. Tja, Freund würde ich auf jeden Fall nehmen, aber ich bezweifle, dass der Hund, dass ich den Hund finde, leider. Gut, wir suchen erstmal ganz kurz... Ah ne, nach Laken haben wir hier schon gesucht. Also hier gibt es keine Laken. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Laken, um hier abzuhängen. Also sage ich mal noch... Ah, wir können ja die wirklich mal zählen. Also da brauchten wir... Da brauchen wir ein Laken. Zwei Laken. Drei Laken. Hier war kein Dings. Okay. Vier Laken. Hier hängt schon eins. Hier auch. Fünf, sechs Laken. Sieben Laken, okay. Ja, alles klar. Sieben Laken. Gut. Müssen wir einfach nur dran denken. Ich, ah,
Okay, hier ist ein Laken. Ich weiß gar nicht, man kann nichts zu Laken zerreißen, ne? Man kann ja andere Sachen zerreißen. Oh, nochmal zwei Laken. Hier habe ich anscheinend doch noch nicht geguckt, wa? Ja, gucke ich nochmal kurz durch hier, also. Na gut, hier. Ja gut, ich nehme jetzt... Hier ist auch noch ein Laken. Was macht denn hier ein Laken in... Naja. Desinfektionsmittel. Also ich wollte das ja alles unten machen, deswegen... Dann nehme ich das mal von unten mit. Badetuch. Das kann man, glaube ich, damit kann man, glaube ich, nichts Sinnvolles machen, ne? Nichts, was ich bisher auf jeden Fall wüsste. Trink ein Stückchen. Mann. Verdreckte Bandage. Desinfizieren? Nee. Jetzt brauchen wir brauchen das doch nicht jedes Mal desinfizieren, oder? Bringt es dann? Hat das irgendeinen Effekt, wenn wir das jedes Mal desinfizieren? Ach ja, hier war ja nur der Wecker drin, genau. Gut, ist auch verständlich, aber hier ist überhaupt nichts drin. Und in der Kommode hier waren, naja, immerhin ein Laken. Das können wir hier aber gleich mal anbringen. Obwohl unten wäre eigentlich theoretisch zwar wichtiger, aber gut. Naja, hier ist kein Licht in dem Raum, oder? Oder ich sehe es jetzt halt nicht. Normalerweise ist doch hier, sieht man doch, wo Licht ist. So, also hier sieht uns auf jeden Fall, sehen uns auf jeden Fall relativ viele. Da müssen wir definitiv sofort mal einen Laken anbringen. Immer wenn wir da vorbeilaufen, nach oben. Und die Haupteingangstür muss natürlich, hier sollte auch definitiv ein Laken sein. So. Hier ist alles abgehangen. Was ist denn hier? Hier ist auch alles abgehangen. Dieses Fenster hier war auch noch nicht abgehangen, ne? Aber hier muss ich halt auch eigentlich nicht rein. Was soll ich hier? Das Ding ist leer. Nee, also da brauche ich jetzt wirklich keinen Laken hinpacken. Dort ist alles abgehangen. Im Bad war kein Dings. Das kann ich ja nicht nehmen. Ja, ich sag mal so. Ich hänge das jetzt hier mal ab. Vorhänge zuziehen. So. Jetzt ist zumindest mein Untergeschoss, wenn ich mich nicht täusche, erstmal komplett abgehangen. Und ich habe noch einen Laken dabei. Ja gut, dann ich hänge jetzt hier einfach mal... Ja, in welches Schlafzimmer wollte ich denn nochmal wählen? Ist eigentlich egal, ne? Ach ja, das hier wollte ich wahrscheinlich wählen. Deswegen habe ich hier auch schon abgehangen. Ach so, hier ist auch abgehangen. Wie viele Laken habe ich denn jetzt gehabt? Ach so, ja, okay. Und hier kann ich jetzt nur eins von zwei erstmal anbringen. Gut, bringen wir erstmal an.